Hallo, ich sind wieder die Verrückten von der Straße, also einen Verrückten, die anderen siehst du ja gar nicht mehr, die sind irgendwo verschwunden. Der Slowene mit seinem röchelnden Volvo, mit seinem röchelnden Volevo und der andere da, der da hinten, der kommt da sowieso nicht mehr ins Bild. Hallo. Püh. Hallo. Was ist denn das hier? Ja, Schatzi, ich fahre ja schon geradeaus, aber wenn die mich hier rausbremsen, diese Frühschichtgänger hier, du. Ich bin auch in der Raschauer. Ah, ja, mach ich. Sobald ich auf die linke Spur komme, fahre ich links. Doch pfeifen im Ohr, du. Ei, Caramba. Ja, das kannst du laut sagen, ja. Wer hat den Wellensittich sich jetzt gerade gelüncht? Die schweigen in der Wald, du. Mhm, okay. Die schweigen. Ah, ich hab bloß ein freundliches Gespräch mit so einem State Trooper. Oh. Hab sein Fahrzeug mal zum Kleinwagen gemacht. Und das nennst du dann ein freundliches Gespräch. Aha. Oh, der war sehr erfreut, hat er gesagt, beim Donutland ist immer nicht viel Platz beim Parken. Geht jetzt einfacher. Mhm. Okay. Das ist auch so wieder ein Klischee, dass hier amerikanischen amerikanischen, genau, die amerikanischen States Trooper nur Donuts mampfen. Wenn es schmeckt, dann kann man es machen. Ja, wenn du so siehst, was da ein Dutzend Donuts kostet, dann wunderst du dich nicht mehr, du, warum sie so viel mampfen. Weiß ich nicht, was die kosten. Dort. Irgendwas um die 15 oder 18 Dollar. Und wir zahlen hier in Europa mal kurz das Doppelte. Ja, wenn nicht noch mehr. Das erklärt was, ja. Jungsies, kommt ihr mal. Guck in den Rückspiegel. Kann ich nicht. Ich habe keine Rückspiegel mehr seit dem letzten Ausflug von Monsieur Marion, hat er mir die Spiegel abgeschraubt. Haha. Hab ich nicht. Haha, dich doch selber, Mann. Ah doch, da hinten ist der Verrückte. Der verrückte Volovo-Fahrer. Die letzte noch funktionierende Dampfmaschine aus Schweden, du. Also ich kenne da bestimmt einen, der sich mit dieser Aussage nicht zufrieden gibt. Und der fährt ja auch nicht in Amerika, der fährt in Europa. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ja? Den Amerikanern kannst du fast alles verkaufen. Den Europäern seit neuestem nichts mehr. Hm? Keine Ahnung. Nicht? Also wenn du versuchst mit einer Verbrennermaschine bei uns zu kommen, mit einer Henri. Ja. Rechte Spur. Was rechte Spur? Du hast auf dem beiden Spuren gefahren. Gut, ich darf doch. Ich bin der Chef, ich darf das. Mhm. Diese hochnäsigen Chefs. Langmäßig. Ey.
Jetzt ist aber gleich fertig hier. Ich bin nicht von irgendeiner komischen Langnese-Firma hier, du. Geht's hier rein? Nein, das bist du nicht. Also, dann sag nicht, ich sei Langnese. Dein LKW ist aber ein Langnaser. Aha, okay. Henri? Was? Ich hätte gerne ein Eis. Ja, dann geh dir eins holen an der nächsten Tankstelle. Ja, deswegen sag ich ja bei dir Bescheid, Mr. Langnese. Welcome to New Mexico, Mexico. Was denn? Sprich dich aus, lieber Marion. Mhm. Und da sollen gesagt sein, wir dir jetzt glauben, oder wie? Ja, das ist eigentlich egal. Wenn ihr dir das glaubt oder nicht. Nö. Nö. Das habe ich schon gewusst. Welcome to New Mexico. Gott, sind die weit hinter mir. Oh, jetzt fahr mir doch nicht vor die Nase, du blöder. Keine Ahnung, was du wieder bist für ein blödes Auto, du. Wenn ich wieder was Falsches sage, schreibt der Mr. Weiß Guy wieder hin und drin. Ich habe rein. Wie? Ich hab keine Ahnung, wovon du sprichst. Nein, du doch nicht. Und da fehlt noch eine Funktion oder was? Wer? Ja, hier so. Nein. Wenn er nicht anspringt. Ja, wer ist 1% Schaden an mir am LKW? Das kann ja auch keinen Motorschaden bringen. Viel ruhiger. Wo fährst du denn jetzt eigentlich raus? Hä? Weil raus fährt zum Tanken. Keine Ahnung. Weil tanken müsste ich irgendwann, ja. War schon nur auf Reserve. Mhm. Da vorne kommt eine Restarea. Mal gucken, ob die auch eine Tankstelle haben. Rest Area, das ist ja mein Gebiet, weil ich bin ja der Rest. Na, da ist keine Tankstelle. Soll ich mir eine immer geschlossene Avon-Tankstelle auf dem Gelände holen oder wie? Hängt ja auch nicht. Ja, Mario hat recht, das ist nur ein Bissbot und nicht mehr. Ja, dann müssen wir weiterfahren, bis wir eine Tankstelle finden. Gib Gas oder fahr rüber. Gib Gas oder fahr rüber. Bleib drüben. Santa Rosa. Wollen wir Rose kaufen? Nein. Oh, bremst die. Wir fahren da mal runter. Exit 277, okay. Mal schauen, ob es irgendwo eine Tankstelle hat für den Xaxi. Immer geradeaus. Ah, okay, schon. Ja, hat es. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Bremsen. Halten und dann links abbiegen. Neue Route finden. Bitte rechts halten.
Okay, lass uns eine neue Route finden. Nee, nicht links halten. Nee, ja, nee, nicht eine Route. Ich flieg jetzt hier rechts ab, dann fahre ich andersrum wieder drauf, Truller. Hoch. Ich würde eins weiter hinten rauffahren. Ich bin die falsche Auffahrt rausgedüst. Ich muss jetzt hier übers grüne Gemüse. Ah. Okay. Also wenn das nichts Neues wäre für den Mario. Route neu berechnen. Oh. Biege nach links ab. Willst du nicht durchs Gebüsch jetzt, Mario? Ich hab gesagt, du sollst die nächste Ausfahrt nehmen, Mann. Warum sag ich dir das wohl? Au. Oh Mann, die schrotten schon wieder die teuren Anhänger. Ich seh schon wieder kommen, du. Wer da ist, kalt hier abgedrängt. Also, dann hast du die Durchfahrt geknutscht, oder wie? Ja, von der Seite weggerammt. Und dann halt gegen den Zaun. Böser Mario. Du weißt doch, dass du sowas nicht machen sollst. Wo eng ich denn jetzt schon wieder? Oh, ich hasse diese scheiß engen amerikanischen Dinger hier, du. Riesen LKWs haben sie, aber keine dafür entsprechend großen. Machen Sie eine Kehrtwende. Ich mache eine Kehrtwende, solange wie es mir passt. Wo ist diese blöde da drüben? Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Neue Route finden. Neu berechnen. Route neu berechnen. Okay, lass uns eine neue Route finden. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Biege nach links ab. Neu berechnen. Route neu berechnen. Neue Route. Okay, lass uns eine neue Route finden. Biege nach rechts ab. Fahr jetzt ja nicht los. Biege nach links. Ja, bitte. Neu berechnen. Nix, no collision area. Ja, wollte ich jetzt gerade sagen. Ich habe also nicht gesehen, dass ich keinen Geist oben drüber habe. Ich bin ja nicht vorwärts gefahren. Was denn sonst? Ich wollte rückwärts fahren, hatte aber den Rückwärtsgang noch nicht drin. Mhm. Sondern gar keinen Gang. Mhm. Ach, Mann. Dieser Auflieger ist ganz schön lang, du. Route finden. Route berechnen. Kein Problem. Ja, 53 Fuß, oder? Biege nach links ab. Irgendwie sowas, ja. Neu berechnen. Neue Route finden. Biege nach links ab. Aha. Mon Dieu, sonst sucht jedes Mal wieder eine neue Route, du, dieses Un hier, du. Dieses Verkehrsberuhigungs-Un, das ich da drin habe, du. Un? Mhm. Ich wünschte, ich wäre ein Un. Das hätte nicht viel zu tun. Ollari, ollari, ollari. Nein? Bisschen was durcheinander gemischt. Nein, das gibt's von den Comedian Harmonies gibt's. Ich wünsche, ich wäre ein Un. Hm? Ja, okay. Aber das andere war eher von was anderem noch. Das Hollahi, Hollaho. Ja, ist ja egal. Ist ja egal. Das war vom Kaktus, der von der Brüstung genau fällt, das weiß ich schon. Klugscheißer. Biege nach rechts ab.
zurück auf die Highway, sonst wird das heute nichts mehr mit dieser Lieferung da. Wird es in dieser Folge sowieso nichts mehr, weil der Xaxi, der Slowene und meiner einer Wenigkeit verabschieden sich jetzt. Ihr kennt das, feste kommentieren und den Rest muss ich euch nicht mehr erzählen. Bis zum nächsten Mal, au revoir. Ciao, ciao. Tschüssi.